In diesem Video sprechen wir darüber, wie sich der wöchentliche Kochplan und das Einkaufen deutlich optimieren lassen und sich der Einkaufszettel fast von selbst schreibt. Wir automatisieren die wöchentliche Essensplanung und erstellen damit auch gleichzeitig die Einkaufsliste. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, wie ich meinen Wochenplan mache fürs Essen und ob ihr das dann auch so machen wollt, das ist natürlich euch überlassen. Der Prozess des Kochens oder des Einkaufens oder wie immer man das nennen möchte, sah bei mir die ganze Zeit so aus. Wir haben einen Wochenplan erstellt, daraus ist dann eine Einkaufsliste entstanden und ja, die haben wir dann natürlich eingekauft und gekocht. Jetzt habe ich die App AnyList entdeckt und die kann das alles etwas optimieren. Da ist nämlich der Schritt Wochenplan und Einkaufsliste in einem Schritt zusammengefasst. Das Einkaufen muss man natürlich noch selber machen, ist bei mir aber auch schon wieder vereinfacht, denn ich bestelle online und bekomme es geliefert. Da legt man sich einfach die AnyList-App nebendran und klickt das dann durch, also das geht innerhalb weniger Minuten und nur das Kochen bleibt dann noch übrig, aber da seht ihr ja auch einen Pfeil zu AnyList, denn AnyList hat auch dann schon die ganzen Rezepte drin. Das heißt, ich gehe auf meinen Wochenplan, da habe ich einen Kalender drin und kann dann dort eben das Rezept auswählen, das für den Tag geplant war. Ein bisschen Vorarbeit ist für das Ganze aber noch notwendig, das schauen wir uns gleich an. Es müssen Rezepte angelegt werden, das lässt sich aber mit einem Browser-Add-on automatisieren und die Rezepte sind dann auch abrufbar in der App. Um euch jetzt zu zeigen, wie die App AnyList funktioniert, habe ich mal die Web-Applikation genommen. Die bekommt man nur, wenn man die Abo-Gebühr von um die 12 Euro im Jahr bezahlt, beziehungsweise geht auch billiger, aber die Familienlizenz, wo dann mehrere die App gleichzeitig nutzen können, ist halt ebenso teuer. Das ist bei mir 1 Euro im Monat und da habe ich ehrlich gesagt nicht lange drüber nachgedacht, ob ich das bezahle oder nicht. Einfach deshalb, weil mir das so viel Zeit spart, dass ich da nicht drüber nachdenken brauche. In der Hauptansicht haben wir erstmal drei verschiedene Oberkategorien, nämlich Listen, Rezepte und die Essenspläne. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, die Übersetzung in Deutsch gibt es noch nicht. Deshalb ist hier so ein bisschen Kuddelmuddel alles mit teilweise Englisch, teilweise Deutsch. Also lasst euch davon nicht abschrecken, funktioniert trotzdem alles sehr gut. Ich habe mir hier eine Liste erstellt, die nennt sich einfach Lebensmittel und das ist jetzt erstmal für meinen Lebensmitteleinkauf. Dann habe ich eine Liste mit Rezepten, die sieht schon mal ganz bunt und brauchbar aus und dann habe ich einen Mealplan. Und auf dem Mealplan steht halt so drauf, was es hier immer Schönes zu essen gibt an den Tagen. So, wie funktioniert jetzt das Ganze? Natürlich sind in der Standardfassung noch, also sind schon Rezepte drin, aber natürlich nicht eure, aber im Prinzip ja, sind da erstmal keine Rezepte drin, mit denen ihr was anfangen könnt. Jetzt kann ich hier oben drauf gehen und ein neues Rezept erstellen. Dem kann ich einen Namen geben und halt die Zutaten hinzufügen und und. Das finde ich aber umständlich, deshalb habe ich mir ein Browser-Add-on installiert. Das könnt ihr hier oben sehen, dieses kleine Icon. Und schon hat ein Fehler, klar, weil ich ja nicht auf einer Rezeptseite bin. Ich gehe mal auf die Seite von HelloFresh. Und HelloFresh ist so nett und teilt die Rezepte auch mit Nicht-Kunden. Und hier gibt es dann die Zutaten und hier gibt es dann genaue Anweisungen für die Zubereitung. So, und fast jeder Foodblogger und fast jede Food-Webseite benutzt bei der Darstellung von Rezepten sogenannte Schemas. Das seht ihr hier oben schon in einem Tab. Zwar gibt es festgelegte Felder, wie halt so ein Rezept auf einer Website aussehen sollte. Das ist einmal gut für die Suchmaschinenoptimierung und das machen wir uns jetzt hier zunutze mit dem AnyList Add-on, mit dem Browser-Add-on, weil wenn ich jetzt hier einfach mal klicke, kann der aus dem Schema genau diese Punkte hier nämlich auslesen, die Zutaten, die Vorbereitungsschritte und ja, so ein paar Notes. Hier steht sogar drauf, für wie viele Personen das ist. Servings ist das nämlich 2 Stück, sogar die Nährwerte werden dann hier mitgenommen. Man bekommt auch noch hier die Quelle dabei, also das heißt, wenn man wieder mal auf die Webseite will, kann man das auch tun. Ich kann mir das jetzt hier noch in so eine Collection reinnehmen, zum Beispiel als Hauptgericht. Hier gibt es aber eine Sache, die man beachten sollte. Und zwar gehe ich jetzt mal auf die Zutaten. Da können wir mal schauen, ob wir das sehen. Hier sieht das schon mal ganz gut aus. Also zum Beispiel Kartoffeltrillinge ist so ein typisches Ding. Wenn ich jetzt Kartoffeln kaufe, bin ich ehrlich gesagt zu faul, immer genau die zu kaufen, die bei dem Rezept dabei stehen. Deshalb schreibe ich da immerhin Kartoffeln, weil sonst hat man auf der Einkaufsliste irgendwie mehrfach Kartoffeln stehen. Das ist einfach unschön. Deshalb hier einfach nur Kartoffeln drin lassen, dann ja, kombiniert sich das am Ende auf der Liste. Hier ist auch noch so ein Ding, hier steht jetzt ein Stück Gurke und Stück hätte ich doch jetzt eigentlich hier hochgezählt, aber bei einer Gurke nimmt man immer Stück, deshalb lasse ich hier einfach eins stehen und damit weiß ich auch immer, was gemeint ist. Das sollte man dann immer einheitlich machen. Einfach deshalb, weil sie es dann auf der Einkaufsliste schön addiert. Das
sehen wir dann später. Oder zum Beispiel hier Knoblauchzehe, ja, kann man auch einfach eine Knoblauchzehe nehmen. Was ich auch dann immer rausschmeiße, ist sowas wie Öl. Weil Öl habe ich in meiner Küche sowieso immer da und kaufe ich jetzt sowieso nicht fürs Rezept genau ein. So, ein Stück Ei ist auch ein bisschen komisch und das Sternchen ist auch komisch, also ein Ei will ich ja eigentlich haben. Nachgeschmack Zucker, tja, auch blöd, habe ich auch immer in der Küche Zucker, also auch raus damit. Das gleiche gilt natürlich für Pfeffer oder Salz. So, diese Klickarbeit, die hat man nur ein einziges Mal, wenn man das Rezept jetzt hinzufügt. Und ich glaube, das war jetzt im Prinzip auch schon der ganze Zauber. Mehr sehe ich jetzt hier nicht, was ich anpassen müsste. Genau, also ein Stück Zwiebeln wäre noch sowas. Genau, also eine Zwiebel und dann weiß ich auch, was gemeint ist. Jetzt gehe ich hier zurück und jetzt kann ich einfach sagen, speichern. Und jetzt gehe ich mal zurück in meine AnyList-App und drücke mal F5 zum Neuladen. Und jetzt sollte ich das neue Rezept hier auch sehen. Nämlich hier bei den vegetarischen Köttbüller mit Linsen, bla bla bla. Was ist jetzt hier so spannend? Erstens habe ich schon mal die ganzen Zutaten drin. Ich habe hier unten auch das komplette Rezept drin und so weiter. Alles das, was wir quasi auf der Webseite gesehen haben. Interessant finde ich hier auch, dass man hier auch auswählen kann, wie viele Servings, also wie viele Portionen man kochen möchte. Das lassen wir jetzt aber mal auf 1 stehen. So, und jetzt gehen wir mal zum Mealplan über. Jetzt wisst ihr ja, wie ihr Rezepte da relativ schnell reinbekommt. Und das Ganze gehe ich jetzt mal hier in den Mealplan einplanen. Nehmen wir mal zum Beispiel die Woche ab dem 20.08. Also ich bin immer ein bisschen davon abhängig, wann ich mein Essen geliefert bekomme. Und meine Planungswoche fängt dann immer dann an, wenn quasi das Essen kommt. Deshalb ist das jetzt nicht von Montag bis Sonntag oder so geplant. So, hier oben habe ich dann die Möglichkeit, mit diesem Button hier Rezepte hinzuzufügen. Jetzt kann ich einfach sagen, bei Name, oder ich kann auch hier oben einfach die Suche benutzen. Und jetzt würde er mir hier die Köttbullar hier anbieten. Jetzt kann ich noch sagen, für was ich das genau haben möchte, ist bei mir eigentlich immer relativ wurscht, aber ich tue trotzdem mal was rein. So gehe ich jetzt die ganze Liste hier durch. Und ja, nehme nochmal irgendwas anderes, Ofengemüse dazu. Ich mache jetzt mal nur 2 Sachen, das reicht uns dann schon. So. Also kann ich so relativ einfach meinen Wochenplan machen und das geht natürlich jetzt nicht nur in der Webansicht, im Browser, sondern selbstverständlich auch in der App von AnyList. Das heißt, ich kann mich abends bequem auf die Couch setzen und gehe das Ganze einmal durch. Das Einzige, was interessanter ist, halt am PC zu machen, finde ich, das Rezepte einfügen, weil da teilweise ein bisschen manuelle Nacharbeit oder Vorarbeit halt notwendig ist und das macht in der App nicht so viel Spaß, deshalb bin ich froh, dass es hier diese Web-App gibt. So, habe ich jetzt meine Woche geplant, kann ich einfach sagen, pack doch mal die ganzen Zutaten, die jetzt für die Woche da sind, in meine Einkaufsliste. Und hier oben kann ich dann sagen Add Ingredients to List. Und jetzt listet er die mir hier nochmal übersichtlich auf. Hier oben kann ich übrigens auch auswählen, aus welchem Zeitraum das sein soll. Ich habe euch ja gesagt, meine Planungswoche fängt nicht montags an. Von daher finde ich das eine tolle Funktion, dass ich quasi an dem Tag, wo ich auch einkaufen gehe, hier anfangen kann zu planen und die Liste entsprechend korrekt zusammengestellt wird. Hier nutze ich dann gerne die Funktion, dass er alle mal hinzufügen soll. Dann werden die hier alle angehakt. Habe ich jetzt irgendwas noch da, sagen wir mal, wir haben noch eine Zwiebel da, die muss ich jetzt nicht extra kaufen. Dann hake ich das hier einfach aus der Liste raus. Das kann ich dann bei dem Rezept auch nochmal machen. Und dann würde ich sagen, erledigt. Dann. Und was jetzt passiert ist, dass ich auf Listen gehen kann und hier hat er mir jetzt übersichtlich die ganzen Zutaten hinzugefügt und hat auch noch dazu geschrieben, für welches Rezept das Ganze ist. Das heißt, ich klicke mir das jetzt so zusammen und kann jetzt damit einkaufen gehen und weiß auch, für welches Rezept das Ganze war. So, wenn ich dann einkaufen gehe, kann ich das natürlich, wie man es aus anderen Apps natürlich auch kennt, hier alles schön abhaken. Was ich ein bisschen schade finde, was ich zum Beispiel bei der Google-App interessanter finde, ist, dass der die dann direkt rausschmeißt einfach, wenn ich es hier abhake. Kann es ja eigentlich auch löschen und man hat halt auch die genauen Angaben dabei, was man da kaufen soll. Von daher finde ich das so ganz nett, muss ich sagen. Und jetzt kann man sich das zum Beispiel entweder ausblenden lassen oder man sagt hier oben einfach, dass das, was ich jetzt gerade gesagt habe, was ja Google automatisch macht, die eingehakten Sachen einfach hier rausfliegen. Dann habe ich noch meine übrigen Sachen, die ich manuell eingetragen hatte. Hier oben über Add Item kann man natürlich auch manuell das Ganze hinzufügen. Wenn man das Zeug dann gekauft hat, hat man halt auch immer die App zur Verfügung, kann auf den Tag von heute gehen, sieht, was da geplant war und man hat auch direkt das Rezept mit verschiedenen Schritten dabei. Das heißt auch, ich muss jetzt also nicht noch in irgendeine andere App und mir das Rezept wieder raussuchen, sondern kann das direkt von hier wieder benutzen. Falls euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich jetzt natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Abo. Ein Affiliate-Link von AnyList kann ich euch leider nicht da lassen. Die haben einfach kein Affiliate-Programm.
Das heißt, ich verdiene jetzt hier an dem Video nicht wirklich viel, nur die normalen YouTube-Werbeeinnahmen. Man kann hier auch nochmal auf der Hilfeseite sehen, welche Webseiten alle dieses Schema benutzen. Da ist zum Beispiel auch BBC drauf. Benutzen fast alle, kann ich euch sagen. Also alle Webseiten, die irgendwie Rezepte veröffentlichen und das ein bisschen professioneller machen, die benutzen diese Schemas. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von denen, die es tatsächlich tun. Es gibt auch immer wieder mal Probleme. Zum Beispiel der NDR hat ja auch sehr gute Rezepte auf seiner Webseite. Die funktionieren damit nicht, obwohl die eigentlich das Schema benutzen. Habe ich auch schon mal ein Ticket beim Support offen. Das kann sich also alles noch ändern. So, damit ich wenigstens ein bisschen Affiliate bekomme, würde ich euch mal raten, auch bei HelloFresh vorbeizuschauen. Da gibt es nicht nur gute Rezepte, sondern man gibt auch Kochboxen, die man sich direkt bestellen kann. Da sind dann die Rezepte auch wirklich schon dabei. Also da spart man sich nochmal diese ganze Arbeit mit Anylist. Man klickt zum Beispiel hier auf die vegetarische Box, klickt hier an, wie viele Gerichte pro Woche und wie viele Personen. Und dann bekommt man halt einmal die Woche eine Lieferung. Und da sind dann tatsächlich auch die Rezepte schon dabei. Also da kann man sich Anylist dann komplett sparen. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und während ihr jetzt den Abspann bekommt, plane ich doch einfach mal meine nächste Woche fürs Essen.